Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Heute geht es weiter mit den Funny Moments 2024 von Rammstein. Ihr habt es euch gewünscht, wir machen das auf jeden Fall. Wir steigen genau da ein, logischerweise, wo wir beim letzten Mal irgendwie aufgehört haben. Geliked haben wir schon, wichtige Informationen. Gleichzeitig mit dem Video ist eine neue Lindemann-Reaktion auf Patreon online gegangen. Ich muss euch hier ganz kurz nochmal ein riesen Dankeschön für euren ganzen Support auf Patreon aussprechen. Vielen lieben Dank. Für, ja, alles, dass ihr die Videos schaut, dass ihr die kommentiert und so weiter und so fort. Checkt auch gerne das neue Lindemann-Video ab. Ich glaube, das ist die Reaktion, ich bin mir relativ sicher, auf Fish On. Ich bin gespannt. Die lustigen Momente. Abfahrt. Da hat jemand Spaß. Wer ist er denn? Was macht er? War das Oliver? Auch schön irgendwie, aber passt es? Passt es zur Stimmung? Ups, das wollte ich nicht. Passt es zur Stimmung hier, so ein Regenbogen bei einem Rammstein-Konzert hier so? Ist aber schön irgendwie, ne? Das Ding hätte man, also müsste man noch öfter bringen irgendwie. Wenn ich nicht so einen Verbesserungsvorschlag geben dürfte oder sowas, ich meine, ich war noch nie bei dem Live-Auftritt dabei, ne? Ich sehe das alles nur durch YouTube, durch Aufnahmen so. Dann würde ich sagen, ey, mach öfter diese Kamera so generell. Es ist doch super interessant eigentlich zu sehen. Oder macht man vielleicht für den letzten Auftritt, für die letzte Tour irgendwie so eine kleine GoPro hin oder sowas, so eine kleine Action-Cam, dass man das aus der Sicht von Tilma sieht oder Sicht von Richard oder... Versteht ihr, was ich meine? Dass du im Nachhinein vielleicht diese POV-Ansichten auch mal so umschalten kannst und sehen kannst, was Till eigentlich sieht. Oh ja. Das ist tatsächlich keine Explosion oder Kettenreaktion von... Ihr kennt doch diese eine Kettenreaktion, wo irgendwie so eine riesen Explosion ausgelöst hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, vor 2, 3 Jahren an so einer Küste irgendwie, wo so Feuerwerkskörper nacheinander hochgegangen sind, unkontrolliert, und dann hat es eine riesen Explosion gegeben. Das ist tatsächlich nur in Irland, in Dublin, am 23.06. Das spielt tatsächlich nur Rammstein. Ich weiß, es sieht größer aus, es sieht extremer aus, aber es ist tatsächlich nur Rammstein. Junge, Junge, Junge. Aber sieht schon geil aus. Assi, aber geil. Ich glaube, das vorhin war auch Oliver, ne? Oliver ist auch so, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, er hätte jetzt nicht die Rolle vom Bassist, also hinten zu stehen und irgendwie einfach wirklich nur ein paar Bassnoten zu zupfen so. Also ich meine, das ist der so, es gibt keinen einfachen Job, es gibt keinen schwierigen Job, es gibt keinen leichten oder, versteht ihr, was ich meine? Es ist so, alles in allem muss ja funktionieren, so, ne? Die Gitarristen, der Drummer, Frontmann, Bassist und so weiter. Aber man sieht halt Oliver meistens die meiste Zeit einfach nur dastehen und so, ne, ein paar Saiten zu zupfen. Ich glaube, der könnte aber auch so diese Rolle von so einem Spaßvogel übernehmen. Ja.
Das ist sehr cool gewesen. Ich glaube, wann haben wir irgendwann mal so einen Auftritt davon abgecheckt? Es müsste tatsächlich vor Deutschland sein. Gibt es so eine Art Remix oder nach Deutschland? Nee, muss eigentlich davor sein, weil nach Deutschland ist auf jeden Fall so eine Art Deutschland-Remix oder sowas. Und ich weiß nicht, warum es hier noch hell ist, weil normalerweise, es macht ja am meisten Sinn, wenn es dunkel ist, denn diese Anzüge hier, wem erkläre ich das? Ich meine, ihr wart wahrscheinlich schon öfters auf einem Rammstein-Konzert wie ich, haben hier so. Ja, die leuchten halt. Sieht aus wie, also wenn es wirklich dunkel ist, sieht es aus wie Strichmännchen, die quasi einfach nur wild her oben her tanzen so. Das ist auch sehr cool. Haben wir uns davon jemals einen Auftritt reingezogen? Sehr süß. Das war ein komischer Synth-Sound gerade. Da sieht man es nochmal ganz gut. Es sind so, ja, so LEDs quasi. Ich weiß nicht, warum man die Aufnahme davor so im Hellen gezeigt hat. Keine Ahnung, vielleicht geht es nicht später so. Ihr habt mir auch gesagt, hey, Rammstein darf nur wirklich bis zu einem bestimmten Punkt auftreten, so abends irgendwann ab. Weiß nicht. Je nach Land ist es wahrscheinlich unterschiedlich. 22 Uhr, 23 Uhr, irgendwo so. Müssen die aufhören so. Da könnte man aber den. Ich meine, da ist es ja meistens dunkel, außer du gehst wirklich im Hochsommer. Dann ist es vielleicht um 22 Uhr so. Ne? Dann geht so grad Dämmerung, Nacht. Dann kommt es auch nicht so cool rüber. Aber das sieht aus. Von weitem sieht es aus wie Strichmännchen einfach. Und ich habe immer gedacht, es wären andere Leute unter den Ma Anzügen, aber das ist Rammstein. Da ist der Abend gelaufen, wenn deine Pyro nicht angeht. Was soll das darstellen eigentlich hier bei Flake? Habe ich mich schon so oft gefragt, aber ich habe noch nie wirklich so eine plausible Antwort bekommen. Ich glaube, darauf gibt es auch keine wirklich konkrete, genaue Antwort, weil er glaubt selber nicht mal weiß, was das darstellen soll. So eine Art Schweif, so eine Art V, so eine Art halbe Sonne oder wie darf man das deuten? Auch guck mal, wie riesig das Ding ist, ne? Also man sieht es jetzt erst so ein bisschen, wie riesig dieser Selfmade-Kinderwagen ist, ne? Also wirklich. Ich meine, Paul und Till sind es nicht bekannt dafür, so unglaublich, unglaublich groß zu sein, aber der ist mächtig. Es ist halt schon, ja, so würde ich es auch machen. Also, so, Junge, was für ein Ventilator ist denn das? Junge, das darf auf jeden Fall nicht reinkommen. Der macht Hackfleisch aus dir wahrscheinlich, ne? Es ist wirklich wahrscheinlich für Till
irgendwo Routine auch, diese ganzen Sachen zu tragen und dieses Entertainment-Ding zu machen, so. Aber manchmal, wenn es wirklich, also die letzten Tage bei uns war es hier in Stuttgart unglaublich heiß. Wenig Wind, extrem schwül, extrem drückend. Ich hätte keinen Bock, da in voller Montur auf irgendeiner Bühne zu stehen. Das wäre ich hier. Was ist für Geräusche gerade? Junge, was ist mit Paul passiert? Hatte sie ja. Ist er umgekippt? Also hat er sich erschrocken wegen dem Feuer oder ist er wirklich einfach so umgekippt? Also da ist es hier Chat, also ein Chat, als ob ich jetzt gerade live bin. By the way, wir sind bald wieder dienstags live, wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Morgen, vielleicht morgen sogar. Vielleicht sind wir morgen Dienstag live. Checkt es gerne ab. Twitch-Link ist in der Beschreibung, ne? Schreibt mir auch gerne da Vorschläge in die Kommentare, was wir da abchecken können an Videos. Ist es hier ein Sitzplatz oder ein Stehplatz, wo er jetzt oder sie gerade filmt? Also Junge, wie mächtig das aussieht, ne? Junge, selbst ein rohes Ei war dort. Oder vielleicht gekocht, wer weiß. Selbst ein Ei war vor Ort bei einem Rammstein-Auftritt. Und nicht mal ich. Okay, das ist schon, das ist erbärmlich. Also wirklich, da fällt mir kein anderes Wort ein. Das muss man klipp und klar genauso hart sagen. Das ist erbärmlich. Wirklich, du bist auf einem Rammstein-Auftritt und du schazamst den Song, der gerade spielt. Also für alle die Leute, die nicht wissen, was Shazam ist, du lässt ein Lied laufen, das du nicht kennst, startest diese App und die sagt dir quasi, okay, das ist der und der Song. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn du halt auf einem Rammstein-Konzert bist, musst du das ja wissen eigentlich. Schon ist der Moment. Junge, also was mit ihr los? Boah, vor ihr hätte ich Angst. Holy shit. Alle, die könnte das Ding wahrscheinlich besser performen als Till. Also mehr Psycho als in ihrer Stimme, geht doch gerade nicht. Gruppenkuscheln muss auch bei Rammstein mal sein. Diese Schürze, die er anhat, ne? Also ja, also ist nicht immer so, habt ihr mir gesagt? Ist es eher so ein Spezial-Special-Highlight-Ding irgendwie so? Keine Ahnung, wie er das entscheidet, wenn er diese Art Schürze anzieht und und wann die normale eben, je nach Laune wahrscheinlich. Till. Mann.
Maggi, Junge. Maggi, auch richtig gutes Zeug. Junge, auch wie ranzig dieser Topf da unten sein muss. Bah. Okay, in dem Fall ist es seine Tochter, ne? Aber ich lese mir immer wieder aufmerksam eure Kommentare durch. Keiner hat mir so wirklich irgendwie gesagt, oder ich habe es überlesen, kann sein. Wenn, dann schreibt es mir, copy-pastet einfach hier nochmal den Kommentar unter dieses Video hier. Wie funktioniert das, wenn du zum Beispiel mitten in dieser Crowd irgendwo bist und dann mit aufs Boot gehst, vorne rausgelassen wirst an der Bühne, du kommst doch nie wieder an deinen Platz zurück. Wartest du dann irgendwo außerhalb so? Hauptsache, du warst mal auf dem Boot, wartest dann außerhalb, bis deine anderen Kollegen, keine Ahnung, mit denen du dort warst oder so, auch mal dich irgendwann wieder finden? Wie funktioniert das? Junge, die Banane wird nie gegessen. Überleg mal, wie viele Leute da im Hintergrund auch noch sein müssen, ne? Unglaublich. Ich habe noch nie wirklich so eine komplett gute Doku gefunden, wo alles irgendwie thematisiert wird. So, ich habe mir ein, zwei reingezogen, wo dann immer wieder so ein paar, so wie die Pyro funktioniert, wie das Licht funktioniert, so ein paar Leute, die dafür verantwortlich sind. Aber überlegt euch mal auch die Leute, die immer wieder auf die Bühne kommen, till dann eben diese Requisiten geben so und dann wieder abnehmen und so weiter. Das ist ja schon sehr alles streng durchgetaktet und sowas. Also da müssen ja mehrere 10, 20, 30, 40, 100 Leute vielleicht im Hintergrund sein, die alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Hier sind wirklich die 5 Stunden, das Ende der Tour. Wir möchten euch danken, besonders denen, die uns geglaubt haben, die an uns geglaubt haben, die uns vertraut haben, uns die Treue gehalten haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Merci. Junge, also wirklich, ne? Oliver sieht aus wie so ein Sensenmann. Ohne Witz. Also gerade jetzt ohne seinen Bass nicht mehr so, aber der Typ ist ja richtig länglich einfach. Auch lange Beine, lange Oberkörper so. Mit seinem Bass in der Hand, wenn er da nachts durch die Straßen läuft, das könnte man auch verwechseln als Sensenmann. Junge, Junge, Junge. So schnell verdirbt man uns nicht die Lust. Der Eider hat es schlecht gewusst. Guten Abend, danke schön. Okay. Ja, ich glaube, es kommt nicht mehr so viel. Das waren die, ja, Funny Moments, Teil 2. Wie gesagt, wir sind Dienstag, also morgen wahrscheinlich live. Twitch-Links in der Beschreibung, kommt da gerne vorbei. Gleichzeitig mit dem Video ist noch ein Lindemann-Patreon-Video online gekommen. Reaktion auf Fish On. Checkt es auch gerne ab. Patreon-Link in der Beschreibung. Ich wünsche euch was. Schönen Abend. Peace.